Hi Leute, hier ist euer Isildur und ich würde sagen, es geht mal weiter. Keine Angst, auf der Festplatte ist jetzt genügend Speicher, hoffe ich zumindest mal mit 300-400 GB, die ich mal eben rausgelöscht habe, so nebenbei. Und ja, ich würde sagen, lasst uns doch mal verlaufen. Denn das ist das, was man hier in dieser Stadt am besten kann. Verlaufen. Gehst du von mir weg, du. Du auch. Aua. Was soll ich machen, du Sack, du. Egal. Jo, ja, Sekunde, du darfst auch mal was machen, ne? Also. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, meine Liebe, aber. Doch, du darfst schon auch mal was machen. Ich weiß jetzt gar nicht, konnte ich wieder ihr Verhalten irgendwie ändern? Ansonsten, als Fernkämpferin bist du irgendwie nutzlos, Mädchen. Gehen wir mal da lang. Ja, wie gesagt, also in dieser Stadt verläuft man sich super gut, also. Ach nein. Also, falls ich in irgendeiner Stelle so 3-4 Mal vorbeikomme, macht mir keinen Vorwurf, ich bitte euch. Okay, ja, weg da. Ey, der hat Pfeile liegen lassen. Oh mein Gott, sie wehrt sich. Sie ist zwar total bescheiden da drin, aber sie wehrt sich. Komm, nimm den Apfel. Hallo? Sie ist bescheiden da drin. Oh, lohnt sich schon, Apfel zu essen. Hol dir mal schnell die Pfeile, hol sie dir, hol sie dir, hol sie dir und lauf. So, folgendes, jetzt kriegst du nämlich den Bogen. Wo muss ich die Pfeile extra noch ausrüsten? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich hoffe nicht. So. Daneben gezielt. Aua. Was? Aua. Ich muss erst die RG-Taste mehr drücken. Ich bin genauso schlecht wie die. Okay. Da ist ansonsten nichts. Wow, 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 what? Das haben wir nicht gewettet. Toll. Oh, whatever. Nach hinten rüpfen reicht schon mal nicht beim Fall und Bogen, aber okay. Okay, die hätten wir. Gehen wir mal nach unten. Oh yeah, no. Ja, Mädchen, du darfst auch zurückschießen. Aber ich glaube, das checkst du irgendwie nicht. Da kommst wieder Pfeil und Bogen, ey. Nächster Apfel weg. Pfeil und Bogen. Das ist wieder Schwert und Schild. Ich kann auch Apfel vertragen. So, das ist egal. Die müssten beide an derselben Stelle rauskommen. Ja, tun sie. Juhu, Wölfchen. Ja, es gibt auch Tiere in dem Spiel. Sterben, du blödes Tierchen, du. Zu langsam. Oh ja, die zum Glück auch. Ach nee, nicht. Was? Ich hab zuerst zugeschlagen, du komischer Wolf, du gehst sterben. Ich möchte wieder den Nexel abzuessen. Wie viel halten eine Möhre? Auch 40, okay. Na ja, klar. Na dann, Sekunde, viel Spaß mit deinen Spielgefährten. Was? Ich hab zwei auf einmal gemacht.
Ja, das mit dem Autoziel hat er noch nicht so ganz, ne? Ah, ne. Tröd. Das jetzt mal. Ey! Das reicht! Mein Schild ist auch bald kaputt. Das sieht man da oben an dem. Naja. Lila nennen. Oh shit, das ist lila. Na, schlägst du jetzt mal den richtigen hier, ey? Was bist du für einer? Okay, jetzt können wir zwar schon speichern, aber es sehe ich irgendwie nicht ein, jetzt schon Schluss zu machen. Kannst auch eine Möhre zu tragen. Na dann, red noch mal. Jawohl. Speichern wir, yes. Und ab nach oben. Okay. Angriff. Ui, hat tolles Zeug dabei gehabt. Links oder rechts? Na, gehen wir mal links. Ey, ich bin ja richtig gut heute. Hallo, ich hab doch schon rechts gedrückt. Ich wusste doch, dass er ankommt. Ma. So, ihr lasst schön den alten Mann da in Ruhe. Ja, du hast recht, du musst nicht auf die Leute zielen, da. Hey, sie hat's geschafft. Dann, meine Liebe, nimm mal die Möhre auf. Brauchst du die schon direkt wieder? Nein, brauchst du nicht. Oh, ich brauch, na, eigentlich auch keine Möhre. Da geht es aber nur die Straße runter. Irgendwie geht da lang oder da rechts? Lass jetzt mal rechts gehen. Aber Moment, ich brauche erstmal ein neues Schild. Oh juhu, ich habe keins mehr. Na dann. Schilder sind ja momentan irgendwie lange Mangelware bei mir. Was ist denn das? Wow, 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 wow. Wieso habe ich auf die gewechselt? Ja, ihr Tölen da. Schlimm, sag ich euch, ey. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. In der Stadt habe ich mich bis jetzt immer verlaufen, aber hey, ich bin richtig anscheinend. The galleon should be here. Where is it? We've missed it. Na toll. It must have left before low tide. Surely you considered this possibility. There was nothing more we could have done. We could have got here sooner. Yes, we should never have gone back to Haven. We wasted too much time. We needed reinforcements. But what good are they now? You do what you want. I'll get Camille back myself. William, I know you're upset. Upset? I think we should just let him go. He needs to calm down. We all do. Silva will send more guards. They'll be here soon. We have no choice but to go back to Haven. Was? Nein. Doch, na gut. Ich brauche ein Schild. Gebt mir ein Schild. Kommt schon, Leute. Ich brauche ein Schild. Oh, übrigens, für alle, die das anschauen und interessiert sind, ich werde den jetzt mal wieder ein bisschen Skyrim Let's Playen. Dr. Buzuki was insisting that you should join him at the Temple of the Oracle as soon as possible. Is there anything wrong? Did I not just explain that? I don't know, because I don't care!
This must be important. Bazuki wouldn't waste our time. Yes, we should hurry. Attend to the men. Ensure they are all rested and well fed. They're gonna need it. Okay. After you've taken your own fill, naturally. Ich will ein Schild. Oh, ich kann euch nicht versprechen, dass es klappt. Sonst ist es immer abgestürzt. Ich hoffe mal, es geht bei der GOG-Version. Why? What is it? I don't have the time to explain. Come on, the Oracle is about to waken. The Oracle? If Bazuki is right, we should hurry. The Oracle is a divine, all-seeing presence, but only sinister omens rouse him into visible form. Also wie gesagt, sonst ist an der Stelle immer das Spiel abgestürzt. Ich kann euch nichts versprechen. Where is? Maybe we've missed it. Nein, hast du nicht. I am the all-seeing Oracle. Ask me what you will. But you have only four questions. Choose wisely. Your appearance here signifies danger. But what is the nature of the impending threat? An evil sorcerer named Silver. But we already know of Silver's evil. Do you have nothing new to tell us? You are ignorant of Silver's true motives and the extreme implications of his actions. Silver covets power and is striving to appease the chaotic god Apocalypse to attain it. If he succeeds, he will become an emissary of darkness, rewarded with the unimaginable powers of destruction to enforce Apocalypse's commands. He will lead this realm to its grave. How can we stop him? Even without the power of darkness, Silver's evil is too potent. No mortal can defeat him. However, a long-dead civilization vanquished a similar threat 300 decades ago. They created 8 mystical orbs, each one forged with unique magical properties designed to neutralize the forces of evil. But their true power is only unleashed when they are combined. Where can we find these orbs? That was your last question, so I must restrict my answer to the location of the first orb. For the last 100 decades, a wizard named Othias has lived as a hermit in the city of Rain. He is wary of strangers and is loath to speak to anyone, but you will find the first orb with him. Take this horn. It will counter the magic he uses to lock the entrance to his tower. Now, if you would leave, I must return to my slumber. So, und jetzt mit dem Horn stürzt es normalerweise ab. Ja, sieht aber ganz gut aus. Das ist cool. Soweit konnte ich schon Ewigkeiten nicht mehr spielen, weil alle Versuche immer abgeschmiert sind. Das ist sehr, sehr toll. Yeah, cool. We need to discover how Silver is planning to appease this god Apocalypse. I agree, but first we need to secure all the orbs. David, you go to Rain and find Othias. I'll go back to the camp and order my men to obstruct Silver and his hordes wherever possible. What of the remaining 7 orbs? How will we find them? If Othias has the first, he may know the whereabouts of the others. Maybe, but if they're as powerful as we hope them to be, Othias will not relinquish his orb or any information freely. I'm charming. How could he refuse? Well, I don't want to get too distracted by your irresistible charisma, so I'll take my leave. But first, take this map. It details the whole province. And if you ever need me, just come to the camp. Yay, jetzt haben, mit der Karte haben wir dann auch Schnellreise bekommen. Was zur Hölle war das für ein Menü? I thought you could use the skill and expertise of a true warrior. So what we aber nur wenn du for? Endlich mal was machst, du schlaues Mädchen, du. Tell me of your deeds, jawohl. Adventurer. So, Spielemix 2 sind wir jetzt mittlerweile. Es gibt mehrere Begleiter, also das ist die erste und die
Dümmste irgendwie, um es mal so zu sagen. If you weren't one of my potions, due to my unconditional expulsion from no, or permanent holiday, as the other professors prefer to label it, we gratuities agree to be accepted. How we of a gratuity? I'm a fair man. I'd ask you for nothing but the cost of the ingredients. Interested? Oh, damn it. I'd like to. Don't fret, laddie. I have a sample here you can have. And I'll always be here if you need me. Danke. After all, there's nowhere else for Frink and I to go. Now, shouldn't you be on your way? I've kept you long enough. Chaos Cloud Wires. Okay. Sollen wir die machen? So, Tab? Ne, Tab ist... Nein, das ist Escape. Irgendwie konnten wir doch diese Karte. Okay. Ach, kann ich hier eigentlich die 1 setzen? Aber hier kann ich den Schaden anschauen und so weiter. Level 1, Damage 6. 6, 9. Schwert habe ich nur ein... Schild habe ich nur noch das eine. Aber wir wollen reisen. Seht ihr? Da waren wir. Da ist das Rebellencamp. Da ist das. Und da ist auch Fire's Tower. Das ist genau an dem Hafen, wo wir gerade die Rebellen getroffen haben, wie ihr gleich sehen werdet. Und ganz ehrlich, bevor wir da wieder manuell hinlaufen und ich mich verlaufe, besuche ich den doch lieber da. Ja, later. Wie lange noch? Later? Later? Ja? Wie viel later? Ich hoffe, das Spiel ist jetzt nicht abgelatert. Ah, nee, ist es nicht. Okay. Na dann. Seht ihr, das ist die Barriere von gerade eben. Und die machen wir jetzt mit dem Horn kaputt. Das ist ein großer Tower. Erinnert mich schon wieder an Herr der Ringe, wenn die Typen kommen. Was sind das denn für welche? Ah! Wie geht das wieder mit den Viechern los, ey? Hey, die haben Geld. Geld ist immer schön. Ach, da ist er ja schon. My name is David. Excuse my intrusion, but... Bam. What is your purpose, stranger? I did not sanction your entry and so consider you hostile. Hör doch mal auf damit, ey. Wait! My intentions are virtuous. I give you my word. How can I value the word of an intruder and potential thief? Das ist schlau. I'm no thief, and I gained entry with a magical horn given to me by the Oracle. He's aware of your aversion to visitors, but thought it necessary in such grave circumstances. I know of the Oracle's gift of foresight. Speak. Tell me of these circumstances. Silver intends to harness the dark power of the god Apocalypse. We need the 8 mystical orbs to stop him. I've feared the possibility of such a danger for many years. Take it. The orb is yours. I'm trusting that you will use it wisely. And please keep it safe from the hands of darkness. Mal ernsthaft jetzt. Da hast du Bam. Okay, danke dir. Before you return my solitude, look through my chest. I have collected many things throughout my mortal life. You may find Och, something Schild, of use. Okay. Ja, alles nur kein Schild. Ein Schlüssel. Irgendwo eine Rolle. Was war das jetzt für eine Rolle? Wartet mal. Oh yeah, Reaper. Yeah. Da, ich zeig den euch mal. Perfekt gegen Gruppen. Okay, dann ist ein großes Schwert. Das geht mir ihr doch direkt mal. Aber ich bin der Meinung, man konnte irgendwie Shortcuts nehmen. Und schneller zwischen die Waffen hin und her wechseln. Ich meine, das ist ein Pause-Menü, das ist cool. Aber da kann man nicht wirklich irgendwas machen. Egal. Lasst uns... Ja, was, lass uns was eigentlich? Das ist jetzt die große Frage. Schaut oben die Leiste an, die weiße. Das verbraucht jetzt Mana. Lassen wir gelernt sein.
Macht aber gut Schaden, wenn es mal trifft. Oh. Tja, jetzt habe ich kein Mana mehr. So, ja, was sollen wir jetzt eigentlich machen? Können wir das mit jemandem mal verraten? Schauen wir mal, Fire's Tower, Leckel. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder ins Rebellenlager. Wir müssen einkaufen. Ich hoffe, dass wir da was einkaufen können. Ah ja, wir latern wieder. Na dann, ich wünsche euch viel Spaß beim Latern. Ich könnte das zwar auch rausschneiden, aber ganz im Ernst, solange ich noch irgendwas weiß, was ich reden kann, bin ich jetzt einfach mal zu faul dafür. Auch wenn mich dafür wieder viele verurteilen werden. Hey, ich arbeite genug. Ich muss nicht auch noch mit Videos Arbeit haben. So, okay, mit euch kann man nicht reden, aber mit dir. Why do you waste our time here when our missions have already been decided? Go quick. Veräppeln oder was? Tja, niemand zum Verhandeln hier, also laufen wir halt weiter. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir jetzt lang müssen. Oh ja, an Bären erinnere ich mich aber. Und ja, ich glaube, das ist sowas wie ein Bär. So, hat mein Mana gerade so gereicht. Danke für die drei Äpfel. Teddybär. Kommt mir auch bekannt vor. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich das machen muss, ey. Ich soll jetzt irgendwo die Kugeln finden. Toll, ne? Ach nein, jetzt gehen es mit den Bienen los. Okay, ich hab keinen Schaden bekommen. Piraten? Was zum Henker mache ich bei den Piraten? Ich schätze, ich will die Kiste haben. What? Ein Bär? Langbogen? Das war's? Hast du irgendwas Interessantes, Kumpel? Ich hab jetzt mich was gefühlt oder was? Komm her. Na komm. Nützlich, ey. Hä? Da hinten? Yeah, ein Wurfmesser. Bringt mir gar nichts, aber egal. Du kriegst ein Ding, eine Möhre. Du bekommst einen Apfel. Das passt schon so. Ja, so gelohnt hat sich jetzt nicht wirklich, aber okay. Wir waren mal hier, ne? Wollen wir ganz ehrlich. Lass uns doch mal schauen. Harbor Barracks. David's House. Ah, bei den Baracken konnte man einkaufen. Sehr schön. Vielleicht hat er auch ein Schild. Ich weiß es nicht mehr. Also, latern war wieder eine Runde. Ich hoffe mal, das stört euch nicht. Latern ist cool. Ich habe das dumme Gefühl, wir müssten eigentlich in Rain weiterlaufen, aber naja. Ne? Da, bei dir konnte man. Hä? Was? Wo kommst denn du jetzt her, ey? Dich zurückgelassen oder was? Taking? Sorry, do you want to see?
viel zu essen. Genau, 9 ist das höchste, was man von allem haben kann. Great. Hattest du Waffen? Kleine? I assume you'll be needing... Das Wurfmesser und Pfeile, na toll. You're so Schild. Aber okay. Okay. Wobei, was zum Speichern jetzt zwischendurch auch nicht mehr übel wäre. Hey, da liegt ein Heiltrank. Wie sind wir denn, um Nein zu sagen? Okay, lasst uns mal zu unserem Haus. Da konnte man ja oben auch lang gehen. Vielleicht geht das jetzt mittlerweile. Hey, Banditen. David. David, are you okay? Yes, it's just, this is my home, and I miss it. I want my wife back. Ja, ich wusste, dass ich keine Musik zu diesem Lied hätte. Come on, we'd better stop them before they wreck the place. Komische Pflanzenviecher da, ey. Gut, dass Pflanzen was gegen Feuer haben, ne? Ich esse noch gerne. Was? Macht das platt? Scheiße, bitte. Dann erst halt noch einen Apfel. Und Madame bekommt auch noch einen Apfel. So, da lang oder nach oben? Geht es nach oben überhaupt? Oben ging's nicht, also da lang. Da oder hoch? Oh Gott, irgendwas kommt. Pflanzenviecher! Noch mehr Pflanzen! Na, ich könnte jetzt der zwar auch mal die Feuerkugel geben, aber irgendwie... Wow! Wow! Lauf! Die Dinger machen richtig Schaden, ey. Ja, das ist ja noch einer. Ja, das passiert übrigens, wenn man zu viel Schaden bekommt. Lauf, Junge. Ja, Maus, du darfst reagieren. Danke. Lauf, lauf, David. Rot! Aua! Lass mich doch nicht treffen, wenn du isst. Also ich kann euch eins sagen, wir sind total unterequipped. Okay. Verdammt, braucht Käse. Und weil wir dabei sind, noch ab. Rechts oder hoch? Lass uns mal hochgehen. Ne, rechts kriegen wir eventuell einen neuen Gefährten. Ich weiß es nicht mehr. Wobei ich langsam aber sicher auch speichern möchte. Ja, Pflanzen. Ja.
der schon wieder? Lauf, David! Und jetzt verpasst dem was, ey. Sag's euch, das mit dem Inventar ist nervig. Oh, noch einer. Na toll. Mädchen, du bist so doof. David, du auch. Lauf. Lauf. Irgendwo hin. Lauf weiter. Lauf hoch. Nein. Kein Schaden bekommen in der Zeit. Und jetzt friss. Friss noch mehr und du auch. Stirb. 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 Alter Schalter. Kann ja noch einen Käse essen. Seht ihr? Dafür ist Einkaufen gut. Warte mal, wer hat eigentlich von den beiden mehr Mana? Oh, definitiv, definitiv, David. Was mache ich hier eigentlich? Hä? Hä? Ja, ich fliege. Hä? Das Ding hat mich geheilt. Wofür habe ich jetzt nochmal das ganze Zeug rausgehauen? Ach Gott. Ich dachte, hier passiert irgendwas Sinnvolleres. Na gut, weiter geht's. Ich brauche mehr Mana und Leben irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob sich das mit der Zeit erhöht hat oder gar nicht, oder... Ich habe keine Ahnung mehr. Ja. Das gefällt mir. Moment mal, das Viehzeug aber nicht. Platt. Unkraut, ey. Was machst du denn jetzt mal? Geht doch. Hä? Ah! Warum hab ich die? Jetzt die Schläge für dich abbekommen, Mädchen. So, du darfst auch einen Apfel essen. Du darfst den aufsammeln, du sammelst die zwei auf. Oh, was ist da unten eigentlich? Strength Potion. Why not? Keine Ahnung, ob die permanent wirkt. Wahrscheinlich eher nicht. Lasst uns mal da hochgehen. Wenn wir da auskommen, wo ich denke, bin ich sehr, sehr froh. This province is beautiful and so tranquil. Tell me, does anyone live in that mill? An eminent artist named Ruben lived there for decades. I used to come here as a boy to watch him paint. I know of Ruben and his work, but you said lived. Yes, no one seems to have seen him lately. Perhaps he's gone elsewhere to paint. Perhaps. Toll, habe ich keinen Schlüssel für. Ah! Warum muss ich mir ausgerechnet so ein Spiel zum Let's Playen aussuchen, wo man nicht speichern kann? Aber hey, vielleicht mache ich zwei Episoden daraus. Ich glaube, das klingt gar nicht mal so blöd, da zwei Episoden draus zu machen, oder?
Na toll, nochmal geht nicht. So viel zu meiner tollen Heilquelle. Hä? Na los, geh. Okay. Diesmal gehen wir nach oben. Ach, das Wasser ist so schön friedlich. Oh Mann. They were in a hurry. Should we follow them? No. They ran from the direction of Vivian's cottage. She could need help. Who's Vivian? Ja, da kann man speichern. Trust me. You'll like her. Dafür nehme ich es auch mit Bären auf. Oder was auch immer das darstellen soll. Komische Viehzeugs da. Bienen. Moment, was haben wir nicht gewettet, Leute? Na komm her, Bärchen. Hast du dich veräppeln oder was? Sag, komm her! Ich halt wieder zu dir kommen, oder? Wow! Ich bin doch schon zurückgesprungen. Das ist Viehzeug, ey. Lass uns einen Apfel essen. Wow. We'd best be careful. These bodies are still warm. We needn't worry. This is not a wholly unfamiliar sight, and I recognize the swordsmanship. Why? Who did this? Vivian. And you were anxious for her safety? Ja. Wo zur Hölle geht's da lang? Gut. Gut. Bitte wett. Ja, ist ja recht, ihr Tön, ihr... Lass mich in. Na, besuchen wir Vivian mal. Das ist der zweite Gefährte, den man bekommen kann. Und ich liebe sie. Wow! You were right, David. I like her already. I could have killed you! No. Just raised his voice another octave. I'm Sikuni. Pleased to meet you. I'm Vivian, and sorry about the welcome mat. What happened? They were waiting for me when I got back from the fort with supplies. Marianne was gone. They delighted in telling me that she'd been taken before Silver and that I too would soon have that pleasure. As you can see, I declined their charming offer. They've taken Jennifer, and most of the other women too. We'd better leave before they come back for you. Darf ich die jetzt bitte mitnehmen? Die ist cooler als die da. Let me join you. I'll help you do whatever it takes to find Jennifer and my sister. Oh, ich kann beide nehmen. As long as you understand what you're letting yourself in for. Like I said, anything to find my sister. So, darf ich jetzt bitte irgendwo speichern? Leute, die Episode ist lang genug. Ich meine, ich habe zwar Zeit, aber ich wollte eigentlich nicht die Zuschauer langweilen. Oh Mann, ich sehe schon, ich darf zwei Episoden draus machen. Laufen wir da lang. Das Gute ist, die meisten Gebiete, die einmal gesichert sind, bleiben auch sicher. Großteils sicher. Hey, mit dem kann man handeln, oder? Meister? Bürgermeister? Excuse me, but could you please... How dare you try to charm me with niceties? I am the Mayor of Rain, and I know your sort. Even at this very moment, you're forging a plan to rob me of my worldly treasures. You want to run your sword through my ample belly and feed my rotund carcass to the wolves. No, no, we're... Murdering slum dwellers. Guards! Ist doch immer dasselbe mit diesen Typen, ey. Du willst da nur handeln und was machen die?
Gehst du mal aus meinem Rücken raus? Was zur Hölle? Hä? Laufen die? Was zur Hölle? City Key. Oh, danke für den Stadtschlüssel, aber eigentlich wollte ich doch nur handeln. What possessed you to approach such a deranged man? I wanted to be forewarned of any unforeseen dangers. Ja. So, also liebe Leute, ich darf endlich speichern und damit sage ich jetzt einfach mal tschüss bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und so weiter und so fort. Bis dann, tschüss.